Heute erkläre ich euch den 3D-Kleiderkonfigurator von MyDress. Ja, du kannst dein eigenes Kleid designen und das geht total einfach. Im 3D-Konfigurator suchst du dir zuerst deine passende Farbe aus, als Basisfarbe und dann dein Design. Du kannst im Oberteil wählen, zwischen tiefem Ausschnitt oder Business-Ausschnitt, wie in dem Fall. Das wäre der Sexy-Ausschnitt oder wir haben einen großen V-Ausschnitt. Das ist deiner Fantasie überlassen. Dann wählst du, ob du Ärmel haben möchtest oder keine Ärmel. Und du kannst den Taillenbereich in einer anderen Farbe gestalten oder halt auch in derselben. Thema Color Blocking, super interessant. Hier kommen wir zum Reißverschluss. Original gibt es einen 60 cm nahtverdeckten, aber wir bieten dir auch an einen kompletten Metallreißverschluss in hell oder dunkel zu benutzen. Und ja, den wählst du hier aus und dann gibt es noch die Option, möchtest du einen Rock über dem Knie oder unter dem Knie. Auch noch die Option der Raffung. Wenn du einen kleinen Bauch kaschieren willst, bieten wir dir eine Bauchraffung an. Und natürlich kannst du den Rockteil auch in einer anderen Farbe ordern. Jetzt sind wir aber schon bei der Option des Wendekleides. Das sind zwei Kleider in einem, gerade fürs Business oder die Reisen sehr interessant. Und die Auswahl deiner Wendefarbe kannst du an den Ärmeln erkennen oder hinten am Schlitz. Genau. Und wir verwenden einen Wendereißverschluss. Du kannst das Kleid also ganz easy auf beiden Seiten gleichwertig tragen. Ja, und zum Schluss wählst du noch deine Größe aus. Und dann geht's weiter in den Warenkorb.